Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge und mit den News von Kia. Sowohl gute als auch schlechte Nachrichten für euch von Kia. Und ich würde sagen, ich fange ruhig mal mit den schlechten an. Die haben die meisten von euch sowieso schon gehört. Die Lieferzeit des Kia e-Niro wurde sogar rückwirkend für schon bestehende Bestellungen auf mindestens 12 Monate verlängert. Das liegt daran, so Kia, dass die Nachfrage so immens gestiegen ist oder so groß ist, dass sie halt mit der Produktion nicht hinterherkommen. Das liegt aber auch alleine daran, dass die Akkus nicht verfügbar sind. Ja, also Kia kauft ja die Akkus auch zu und stellt sie nicht selber her. Insofern ist das halt bei allen Automobilherstellern das Gleiche. Es gibt einfach zu wenig Akkus. Ja, das ist halt nicht nur jetzt bei dem e-Niro der Fall, sondern es ist auch eine verlängerte Lieferzeit oder vielmehr die Lieferzeiten wurden angegeben auch für die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Version. Und da ist halt bei der Hybrid-Version eine Lieferzeit von ca. 4 Monaten und bei der Plug-in-Hybrid-Version von ca. 5 Monaten. Und bei dem Kia Optima Plug-in-Hybrid, da sind es auch 4 Monate. Da spricht Kia aber von normalen Lieferzeiten, weil halt ein Neuwagen generell irgendwie so um 4 Monate Lieferzeit hat. Ja, dann gibt es noch etwas Interessantes und zwar ein bisschen Zahlenspiel, nennen wir es mal so. Und zwar gab es wohl irgendwie eine Umfrage und da kam heraus, dass 52% aller Autokäufer könnten sich vorstellen, sich ein alternatives Auto zu kaufen, also ein Auto mit alternativen Antrieben, also ein Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Elektrofahrzeug. Und also 52% aller Autokäufer, das ist schon mal mehr wie die Hälfte. So, und von diesen 52% wiederum entscheiden sich letzten Endes 90% dazu, sich doch ein herkömmliches Verbrennerauto zu kaufen. Umgerechnet wären das denn 5,2%, also 10% dieser Leute, die sagen, wir würden uns auch ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb kaufen, kaufen sich auch tatsächlich ein solches Fahrzeug. Ja, Kia sagt natürlich auch mit der Markteinführung vom Kia e-Niro im ersten Halbjahr haben sie in diesem Segment eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise halt das beste Angebot, was man sich da kaufen kann, wenn man jetzt mal das Tesla Model 3 nicht zum Vergleich heranzieht, weil das ist eine Limousine, etwas sportlicher, flacher. Und der Kia e-Niro ist ja eher so das Fahrzeug, was eher so ein Crossover ist, also Richtung SUV gehen, wobei dafür ist er mir immer noch ein bisschen zu flach. Es ist eher ein höher gebauter Kombi. Und es gibt halt im Moment, im ersten Halbjahr dieses Jahres, gibt es eigentlich nur Kia, die ein entsprechendes Fahrzeug in dieser Klasse anbieten, beziehungsweise sogar zwei. Nämlich den Kia e-Niro und den neu jetzt auch mit im ab April erhältlichen Kia Soul EV, der jetzt neu rauskommt. Der wurde ja kürzlich in L.A. auf der Motorshow da vorgestellt und der kommt jetzt auch. Und ansonsten gibt es halt nur im zweiten Halbjahr noch Angebote von Mini und VW. Das fängt im August an mit dem Mini EV, der rauskommt. Und geht dann so November, Dezember kommt dann halt VW mit seiner ganzen Palette an, die sie da halt umbauen. Ob das jetzt VW Up ist, ob das der Mi ist von Seat, der ID kommt noch. Und dann haben wir noch den Opel Corsa. Genau, Opel Corsa kommt auch noch im Dezember. Ansonsten ist Kia momentan, wenn wir den Tesla jetzt noch mit reinnehmen, sind das momentan die einzelnen Autos, die wirklich auf dem Markt verfügbar sind.
beziehungsweise, wir haben es ja gerade gesehen, verfügbar in Anführungsstrichen, sofern halt lieferbar. Ja, das war das, ja, Kia halt stellt halt den e-Niro in seiner Klasse aktuell das beste Angebot auf den Markt dar und ich habe ihn in der Probe gefahren. Ich verlinke das auch nochmal unten in der Videobeschreibung für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben von der Probefahrt. Es ist wirklich ein geniales Auto und wer halt ein Auto braucht, womit man auch reisen kann, wo halt Platz für 5 Leute drin ist oder zumindest für 4, die wirklich bequem sitzen können, und auch noch Gepäck mitnehmen wollen. Für die ist halt der Kia e-Niro super. Und wer halt ein Auto mehr für die Stadt braucht oder für kürzere Strecken nur zur Arbeit, da wäre dann halt der Kia Soul EV die ideale Lösung. Ja, gehen wir mal weiter. Da hat Kia halt sich so sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal momentan gegeben, weil sie halt doch in dieser Klasse mit dem Angebot des Kia e-Niro mit 451 Liter Kofferraumvolumen, 455 Kilometer Reichweite und ein relativ gutes, also für meine Verhältnisse relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wobei man muss schon sagen, Elektroautos sind halt wirklich im Vergleich zu Verbrennervarianten halt doch erheblich teurer. Ja, was habe ich hier noch auf meinem Zettelchen zu stehen? Ja, es gibt noch Zahlen, die so die Zulassungen betreffen. Und das ist halt auch interessant. Jetzt gucke ich gerade, ich habe hier irgendwie so eine Tabelle mal gehabt. Da wurden halt die Vergleichsmonate rangenommen von Januar 2016 bis Januar 2019. Und da gibt es dann halt bei den Hybriden war 2016 eine Zulassung von 2.814 Fahrzeugen und 2019 von 15.171. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen waren es im Januar 2016 477 Fahrzeuge und im Januar 2019 4.648 Fahrzeuge. So, und weil ich gerade den hier Soul EV schon erwähnt habe, jetzt gucke ich mal, ob ich hier schon alles habe, dann kann ich jetzt nämlich noch zu dem Knaller schlechthin kommen. Einige von euch wissen es auch schon und haben auch schon Bilder gesehen und Zeitungsartikel gelesen, beziehungsweise halt Internet-News, wo dann halt mitgeteilt wurde, dass der Kia Soul EV in den USA verbrauchstechnisch erfasst wurde mit dem EPA-Wert. Erreicht er mit den 64 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 243 Meilen. Das sind umgerechnet rund 391 Kilometer. Jetzt habe ich so ein bisschen angefangen zu rechnen und habe mal ein Verhältnis ausgerechnet und habe so ein bisschen auch geguckt, wie sieht das Verhältnis tatsächlich beim Kona aus und habe das mal umgewandelt oder ja, umgerechnet mit auf den Soul. Weil der Soul und der Kona, das sind ja im Endeffekt identische Fahrzeuge, nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur die Karosserie ist anders und die Inneneinrichtung, technisch die ganze Plattform ist ein und dasselbe. Und da habe ich jetzt einfach mal umgerechnet von den 64 Kilowattstunden Akku, wenn der halt eine Reichweite von 391 Kilometer hat, dann würde ungefähr, sage ich jetzt mal, der 39,2 Kilowattstunden Akku, würde man damit 245 Kilometer weit kommen. Ja, Erfahrungsberichten zufolge kommt man mit dem aktuellen 30 Kilowattstunden Akku rund 200 Kilometer weit. Das heißt also, man würde 245 Kilometer mit den 9,2 Kilowattstunden mehr Akkukapazität weiterkommen. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal so ein Rechenbeispiel. Das mag letzten Endes nicht die tatsächliche Zahl sein, die das Fahrzeug tatsächlich verbraucht. Es ist halt nur so ein Rechenbeispiel, um zu gucken, was denn wirklich machbar ist, wenn man jetzt nicht unbedingt den 64 Kilowattstunden Akku braucht, sondern sagt, ich komme auch mit den 39,2 Kilowattstunden Akku aus. Also ich meine, der Soul ist ja jetzt schon beliebt ohne Ende und jeder, der einen Soul fährt, möchte den nicht wieder hergeben oder würde sich, wenn denn, wieder einen neuen kaufen, weil das einfach ein absolut perfektes Auto ist. Also das sagt ja nicht nur ich, das sagen auch andere Leute, die halt den Kia Soul EV schon fahren. Ja, da bin ich halt ausgegangen oder drauf gekommen, wenn ich jetzt die 30 Kilowattstunden Akkukapazität des aktuellen nehme, dann sind 200 Kilometer, würde ein Verbrauch von rund 15 Kilowattstunden ergeben. Jetzt sagen ja gleich wieder viele, nee, ich verbrauche aber weniger. Na klar, das ist ein Durchschnitt
die man halt machen kann, wenn man auch mal Autobahn, Landstraße fährt und nicht nur durch die Stadt, wo man dann halt einen geringeren Verbrauch hat, wo man dann vielleicht irgendwie so bei 13 Kilowattstunden liegt oder bei 14, dann kommt man halt auch dementsprechend weiter mit. Wie gesagt, ich schätze halt den Kia Soul EV sehr praktisch für die Stadt ein, weil er nicht so riesengroß ist, aber trotzdem sehr bequem. Was mir gerade beim Kia Soul EV sehr gut gefällt, ist halt die hohe Sitzposition, wo man auch schon erhöht einsteigt. Also für mich persönlich, von meiner Größe, ist das halt ein ideales Auto. Für andere ist das wahrscheinlich wieder zu hoch, die mögen es lieber flacher. Da kann ich dann den Kia e-Niro empfehlen. Ja, ich bin jedenfalls auf einen Durchschnittsverbrauch gekommen. Wenn wir jetzt mal bei dem aktuellen Kia Soul EV bleiben, dann würde halt ein Verbrauch zwischen 16 Kilowattstunden für den 39,2 Kilowattstunden Akku ergeben und für den 64 Kilowattstunden Akku hätte man ungefähr, das ist halt wirklich nur so eine Pi mal Daumenrechnung jetzt, das können wir erst sehen, wenn das Fahrzeug da ist und wenn wir es wirklich gefahren haben. Und das alles nach diesem EPA-Wert, der ja schon relativ realistisch ist, da würden wir dann halt bei den 64 Kilowattstunden Akku auf 16,4 Kilowattstunden Verbrauch kommen. Auf 100 Kilometer natürlich gerechnet. Das heißt, es ist ein durchaus sehr interessantes Auto, wenn wir uns das hier so ansehen. Und ich hatte das, glaube ich, auch nochmal aufgeschrieben. Genau, ich habe es hier noch aufgeschrieben. Mit dem Kona nach dem EPA-Wert wären wir bei 415 Kilometer und bei dem e-Niro bei 385 Kilometer, halt mit den 64 Kilowattstunden Akku. Das heißt, die sparsamere Variante von dem Trio ist halt der Hyundai Kona Electric. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr könnt gerne mal erzählen, wie hier gerade so die Kamera- und Tontechnik ist. Das ist halt mit der neuen Kamera aufgenommen und auch mit dem neuen Ton, also mit dem Mikrofon in der Kamera selbst. Das finde ich, also der Ton ist hier wirklich, was ich bisher aufgenommen habe, im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte, ist der absolut bombastisch. Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen rauf da lassen. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Das macht ihr dann da unten. Und empfehlt diesen Kanal auch gerne weiter und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dann. Tschüssi.